Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCarsTV und danke für 100 Abonnenten. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber Milestone ist ein Milestone. Und was ich mir überlegt hatte als 100 Abonnenten Special ist, dass ich euch mal einen Blick hinter die Kulissen zeige. Ich wollte euch zeigen, wie ich meine Videos filme, wie ich sie schneide, wie ich mir aussuche, was ich überhaupt einsetze, die Musik und einfach insgesamt alles, was dazu gehört, um euch ein Video zu geben, wie ihr sie wöchentlich sehen könnt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Schritt 1. Dem Aussuchen, was ich überhaupt filmen möchte. Hey, hast du vielleicht irgendeine Idee, was ich als nächstes Video machen könnte? Weil mir sind irgendwie die Ideen ausgegangen. Wie wäre es mit dem nochmal den Carporn? Das ist schon länger her, der letzte. Ja, der letzte war der Mercedes. Aber welches Auto nehme ich? Ich habe momentan nichts, was ich filmen könnte. Nimm halt einfach das alte Video jetzt sozusagen nochmal neu auf mit deinem Auto und verbessere dich einfach. Das wäre doch eine Idee. Das könnte man machen. Ich wollte sowieso dieses cringe-hafte Video mal verbessern. Ja, ist eine gute Idee. Willst du mir helfen? Jawohl. Gut. Super. Schritt 2. Das Auto darauf vorbereiten, dass du es filmst. In meinem Fall waschen. Auf jeden Fall. So, jetzt da das Auto sauber ist, können wir uns zu Schritt 3 wagen. Einen passenden Platz suchen zum Aufnehmen. So, jetzt wo wir einen schönen Platz gefunden haben, können wir uns endlich ums Filmen kümmern. Und am Ende dieses Films werdet ihr sehen, was ich hier zusammenschneide. Los geht's! Thank you.
So, jetzt wo wir die ganzen Aufnahmen zusammengestellt haben, wie wir hier sehen können, es ist schon ein bisschen was. Jetzt müssen wir erstmal eine passende Musik dazu finden. Nun, bei der Musik macht man jetzt normalerweise etwas, was passend zum Auto oder zur Situation ist. Also in diesem Fall ein bisschen frisch, ein bisschen funky eine Musik, um die 2,5 bis 3,5 Minuten, je nachdem wie viele Aufnahmen man hat. Also suchen wir mal nach einer Musik. Die sind alle so ein bisschen... So, es sind keine schlechten Musikstücke, aber sie passen nicht zu dem, was ich suche. Nein! Nein! Dem Lied stelle ich mir vor, Pickup Truck, irgendwo in Amerika, Leute gehen ins Café, aber es ist nicht das, was ich suche, es passt nicht zu meinem Auto. Ich glaube, ich habe es gefunden. So, jetzt da wir eine passende Musik gefunden haben, müssen wir jetzt durch alle Videos durchgehen, die wir gemacht haben, um herauszufinden, welche wir verwenden, von wo bis wo wir sie verwenden und in welcher Reihenfolge sie verwenden. Dazu nimmt man sich am allerbesten einen Notizblock und einen Bleistift. Mit dem Handy kann man es zwar auch machen, aber ich bin altmodisch. So. Und jetzt müssen wir nur hier diese ganzen Sachen hier durchgehen. Hurra, ich sehe euch in 2 Stunden. So, jetzt circa 1,5 Stunden später habe ich meine Liste mit den Clips, in welcher Reihenfolge ich sie haben möchte. Und jetzt geht's ans Schneiden. Dafür benutze ich persönlich DaVinci Resolve. Das Programm ist klasse. Es ist komplett kostenlos. Ich bin nicht gesponsert, aber ich empfehle es einfach. Es ist komplett kostenlos. Es gäbe eine Profi-Version, die kostet 279 Euro. Aber diese Version kann auch so ziemlich alles, was man als YouTuber braucht. Und man fügt einfach alles ein an Material. Irgendwo ist es. Man fügt einfach alles ein, mit meinem Intro vorne dran und das ist dann das Video. Also werde ich mich jetzt daran machen. Nun, und für euch ist es ein bisschen einfacher, denn das fertige Produkt, der neue Carporn von meinem Auto, nun, den könnt ihr jetzt sehen. Hier ist er. We'll be right back.
Ja. Der ist fertig. So. Jetzt habe ich das Video gemacht. Und jetzt denkt man, ja, jetzt ist es ja vorbei. Das Video ist ja fertig. Nein. Denn jetzt muss ich das Video erstmal auf YouTube hochladen. Und das dauert noch einmal. Denn ich muss sowohl hochladen, Beschreibungen schreiben, nachschauen, wo die Musik nochmal herkommt und ob ich irgendwo den Künstler erwähnen muss. Ich muss Infokarten dazu schreiben, ich muss den Abspann dazu schreiben. Also es ist noch eine Menge Arbeit, bis dieses fertige Video auf dem Desktop tatsächlich dann online ist. Für so ein kurzes Video, das waren jetzt ja nur 44 Sekunden oder so, dauert das nicht so lange. Sollte das Video aber, sagen wir zum Beispiel, 2 Stunden 7 Minuten lang sein, ja, dann kann das mit dem Hochladen schon mal ein paar Stunden nochmal dauern. So, ich werde das Video dann hochladen und dann ist es bereit zum Angucken. Das ist irgendwie absurd. Ich lade momentan ein Video hoch auf YouTube, das in einem anderen Video ist, das ihr jetzt gerade anschaut, das ich jetzt gerade auch noch filme und nicht fertig gemacht habe. Also zu diesem Zeitpunkt ist das Video, das ich hochlade, das Video, das ihr schon gesehen habt, ich aber bisher noch nicht fertig gemacht habe. Okay, ich muss aufhören, drüber nachzudenken, ansonsten werde ich noch total kirre. So, jetzt wo das Video hochgeladen ist, sind wir jetzt im YouTube Creator Mode. Wir könnten theoretisch das Video verbessern, wir könnten die Beschreibung anders schreiben und wie man hier oben sieht, auch Infokarten und Abspann. Und diese zwei Teile sind wichtig. Diese kleinen i-Karten, die oben in der Ecke auftauchen, das sind diese Infokarten. Und im Abspann, der Abspann ist das, wo die Videos dann auftauchen, andere, während meiner schönen Outro-Musik. Und naja, es wäre schön, wenn ihr da drauf klickt, denn die Views könnte ich brauchen, weil es würde mich wirklich sehr freuen. Mache ich es schnell? Es gibt ja in dem Video keine Untertitel, also zumindest etwas Zeit gespart, denn es dauert manchmal ein paar Stunden. Ja, und dann ist es endlich hochgeladen. Hurra! Ich meine, ihr habt es schon gesehen, aber whatever. So Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, wie viel Arbeit ich in diese Videos stecke. Es ist mehr, als die meisten denken würden tatsächlich. Inklusive dem Musik auswählen, den Clips aussuchen, dem Schneiden, dem Filmen, dauert so eine Episode schon mal ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein paar Tage, je nachdem wie lang es sein soll. Auf jeden Fall, ich hoffe, dieser Blick hinter den Kulissen hat euch gefallen. Wenn ja, driftet eure Hand doch über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch alle in den nächsten Videos. Ciao!